Da unten paddelt er schon, der Grizzly, und wartet sehnsüchtigst auf mich. Ich bin heute unterwegs mit einem Ecstasy Packraft, 2,55er Länge. Hab auch perfekt zum Camouflage-Muster ein Camouflage-Paddel dabei. Ja, wir starten hier gerade auf der schwäbischen Rezat heute. Es hört gerade auf zu regnen, die Sonne kommt raus. So muss die Tour beginnen. Und wir nähern uns auch schon direkt der Mündung, an der die fränkische und die schwäbische Rezat ineinander fließen. Und da ist das Ding. Da kommt die fränkische Rezat. Hinter mir kommt der Marius aus der schwäbischen Rezat raus. Und jetzt sind wir drin. Also mal ganz kurz hier, dieser Schwall, den haben wir uns vorhin von da oben aus angeguckt und er hatte von oben aus gesehen genügend Wasser und jetzt gerade bin ich andauernd aufgesetzt mit dem Packraft, das war gerade nicht lustig. Hier vorne sind wieder so sandige Ufer, wie auch schon beim letzten Mal an der Rednitz hatten wir da festgestellt, dass hier bestimmte Tiere ihr Zuhause finden, egal ob Biber, Marder, Eisvogel, Uferschwalbe, was auch immer. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr eindrucksvoll aus mit diesen Löchern auch, die hier rausgegraben sind. Sehr, sehr schön. Liebe Grüße gehen raus an den Sascha the Dog, der immer ganz gerne sagt, dass er bei seinen Paddeltouren unterhopft ist. Hier ist ein riesen Hopfen-Anbaugebiet, Sascha. Lass es dir hier einfach gut gehen. Brauchst kein Bier mitnehmen, kannst einfach direkt frisch runterzapfen. Ja, jetzt hat der Flo gerade gesagt, wir brauchen keine Sonnencreme und der Marius hat trotzdem mal aus gutem Optimismus Sonnencreme eingepackt, in der Hoffnung, ja, ich hätte auch eine dabei, dass wir sie noch brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt auf dem Bild, aber es regnet hier auf jeden Fall ganz ordentlich. Zur Rednitz aber schon mal gleich zu sagen, wir haben hier eine sehr vielfältige Landwirtschaft. Wir hatten hier vorhin auch eine Pferdekoppel, schon mehrere Schwallstrecken jetzt gerade zu Beginn. Und vor allen Dingen, was man hier auf der Rednitz am Oberlauf und an der Entstehung, also am Ursprung, wissen muss, dass durch die schwäbische und fränkische Rezat erstmal die Rednitz entsteht. Und da hat man schon zwei sehr ähnliche Kleinflüsse, die auch sehr viele tief wachsende Bäume haben, also sprich Bäume, die sehr flach übers Wasser wachsen. Und vor allen Dingen auch zu bedenken ist, dass hier auch sehr viele Bäume bereits umgekippt im Wasser liegen. Und man muss also die ganze Zeit höllisch aufpassen, dass man sich da nicht irgendwo festfährt. Zum anderen muss man sagen, die Rednitz hat hier sehr viele Untiefen. Also da auch ein bisschen drauf achten, dass der Pegel mitspielt. Wir haben extra geschaut, der Pegel ist für heute eigentlich optimal. Wir hatten aber gerade schon trotz all dem Grundberührungen gehabt. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was die Tour im weiteren Verlauf noch so mit sich führt.
Und ja, ihr werdet sehen. Hallo. Gerne, Mr. Marius. Ich hab's angezwinkert. Hallo, 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 ihr schönen Tiere. So, wir nähern uns jetzt im ersten Wehr. Und ich habe vorhin schon zum Flo gesagt, im Spaß, es muss ein Schrägwehr sein, weil das Schild schräg steht. Nein, wir werden jetzt einfach mal schauen. Geradeaus wird wahrscheinlich der Mühlkanal weiterlaufen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wo wir hier raus können. So, hier sind ein paar rutschige Steine und Brennnesseln. So geht das Paddelvergnügen hier direkt weiter. Jawohl, jetzt noch ein bisschen auf der stehenden Welle surfen, oder? Oder ein Bollerwagen im Wasser? Okay. Ja, gucken wir mal, ne? Boah! Alter, sitzt der fest. Der ist richtig festgewachsen. Kriegst nicht los. Bei so Bäumen weiß man ja nie, wie lange sie halten, ne? Deswegen immer zügig drunter durch. Perfektes Wetter zum Pause machen. Ja, aber ist ja klasse, dass da immer Wehranlage laufen. Ja, ist viel wert. Also dann versuchen wir jetzt mal links auszusteigen. Ob wir das jetzt machen werden? Wahrscheinlich, ja. Wir wollen den Grizzly, Grizzly baden sehen. Wir wollen den Grizzly baden sehen. Komm, zieh den trockenen Anzug aus. Ach ja, guck mal, zum Thema Müll. Arschloch, wenn du dich hier wiedererkennst, hör auf damit. Macht man nicht. Ja, wir hatten jetzt schon wieder mehrere Wetterumschwünge gehabt. Es hat jetzt vorhin die Sonne geschienen. Es war herrlichstes Wetter. Also strahlenblauer Himmel war da. Es wurde kurzzeitig wieder warm. Ja, jetzt sind wir am zweiten Wehr angekommen und jetzt schifft es wie aus Eimern, also Regen wieder in seiner vollsten Pracht. Ich bin natürlich im Regen der letzten Tage ultra dankbar dafür, weil wir jetzt einen vernünftigen Pegel hier auf dem Oberlauf der Rednitz haben. Und ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir fahren von Georgensgmünd nach Roth. Das Grüß Gott. Der Depp, der redet mit sich selber. Ach, immer, Mann. Immer. Entschuldigung. Ich rede immer mit mir selbst. So Leute, guck mal, da kackt jemand am Baum. Ah nee, guck mal, da sitzt jemand und isst. Hat eine leckere Brotzeit am Start. Was gibt's Gutes bei dir? Ein Grizzly-Semmel. Ein Grizzly-Semmel, okay. Ist das mit echtem Bärenfleisch oder? Lachs, frisch rausgepflückt selber. Oder ist es mit Bärchenwurst? Bärchenstreichwurst. Liebe Drohne, möchtest du mich heiraten? Dann sage bitte Zzzz.
Baum in der Nähe. Die Tour ist vorbei. Es war eine schöne Strecke. Wir sind über knapp 9 Kilometer gefahren, vielleicht waren es auch 10 Kilometer. Und zwar sind wir heute gestartet an der Rednitz, beziehungsweise um genau zu sein, an der schwäbischen Rezat. Genau. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, die läuft durch Georgensgmünd und da mündet auch die fränkische als auch die Rezat. Da mündet auch die fränkische als auch die schwäbische Rezat ineinander und das ergibt die Rednitz. Genau. Ja, das war halt eine schöne Tour heute, war sehr durchwachsen vom Wetter. Es hat viel geregnet, viel gewindet, viel gestürmt, aber die Sonne kam auch mal kurz raus. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Macht's gut. Servus. Servus.